Yo, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Assassin's Creed 2. So sieht's aus. So, ruckel, ruckel. Und dann wollen wir noch mal gucken, was wir in dieser Folge alles so spannende Abenteuer mit dem guten alten Ezio Auditore so erleben werden. Nachdem er diesen ziemlich krassen Sprung geschafft hat und sich daran festhalten konnte, aus der Höhe, eigentlich hätte sein Arm abgerissen werden müssen bei dieser Flugkraft, aber naja. Wollen wir mal nicht so eng sehen, ne? Und dann wollen wir noch mal schauen, was es hier so Neues auf der Karte zu entdecken gibt. Dort oben sind noch Aussichtspunkte, die mir noch fehlen, ne? Da unten auch noch einer, da im Westen auch. Ja, da fehlt mir noch ein bisschen was. Ich denke, ich werde mir den Aussichtspunkt schnappen und danach werde ich den Auftrag machen. Weil wir wollen noch dieses Schiff empfangen, oder? Ja, ich glaube schon. Solange genießen wir diese beinahe schon agentenfilmmäßig wirkende Musik. Benehmen uns mal halbwegs unauffällig, wenn wir das hinkriegen. Und da soll ich jetzt hoch. Aha. Eine Kirche auch noch. Oh Mann. Egal, wird schon keinen stören. Hä? Du kommst da nicht hoch? Wieso kannst du dich da nicht festhalten? Willst du mich veräppeln? Das verstehe ich gerade nicht. Hä? Jetzt kann ich mich gar nicht bewegen. Was war das denn? Der wollte einfach nicht da hoch, der freche Bengel. Gibt's ja nicht, ey. Was zum... Klappt noch irgendwas heute, Ezio? Na? Keine Lust? Fauler Sack. Ah, Scuola Grande di San Marco. Und es gibt hier eine Glyphe. Das heißt, wenn wir schon mal hier sind, direkt die Augen offen halten und... Hier. So, das ist schon mal erledigt. Keine Aufmerksamkeit erregt, weil die Wurfmesser zum Glück ja leise sind. Oh, jetzt fällt er runter. Das dürften schon ein paar mehr Leute mitkriegen. So ein paar, ne? Wo ist denn die olle Glyphe? Hier sehe ich sie nicht. Schade. Auf der Seite vielleicht? Auch nicht. Oder war das Gebäude gemeint? Ich glaube, als ich mich dem Gebäude genähert habe, dann kam diese Meldung, oder? Ah, Tatsache. Ja, schaffst du es jetzt mal? Dankeschön. Oh, nicht so ein Stress, Ezio. So, die viertletzte, glaube ich. Nur noch vier fehlen uns. Der Bunker. Oh, der erste Bunker, der mir einfällt, war der Hitler-Bunker. Oh, Zweiter Weltkrieg. Ah. Ah, Zugriff verweigert. Oh nein, nein, ein Passwortsystem. Nein. Ah, egal. Okay, ich sehe dort unten links. Ach, die Maus ist ja da. Ich sehe hier dieses Zeichen. Ja, aber wo... Ah, da war ein Ist-Gleich-Zeichen. Ist gleich was? Ist das da ein Symbol? Null? Ich sehe nämlich keine Zahl. Probieren wir das doch einfach mal so. Die 7 fehlt, die 9 fehlt. Okay, die 9 fehlt nicht, das ist so ein Kreis. Die 7. Oh, ich hasse es, da irgendwie einen Sinn zu erkennen. Die 1 ist auf jeden Fall auch da. Das hier. Die Virendatenbank wurde aktualisiert. Danke für diese Meldung mit der Virendatenbank, das brauche ich jetzt unbedingt. Scheiße. Was für ein System kann ich da drin erkennen? Soll ich wieder durchprobieren einfach, wie blöde? Das ist uncool, ne? Ich probier's. Ist eh falsch, offenbar. Cool! Also ist das schon mal falsch, okay. Wir sehen ja, dieses Symbol sehen wir ganz, 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 ganz deutlich. Ist irgendwo eine Zahl? Eine 4. Ah, hier ist eine 4. Die einzige Zahl, die ich derzeit sehe. Dann wollen wir doch mal das Ding zu 4 bewegen. Und schon ist die 7 und die 1 frei. Ist doch zum Kotzchen. Okay, dann bist du also das hier. Aha. Okay, versuche ein System zu erkennen, Alex.
Irgendwas mit so drei Kästchen oder sowas in der Art, ne? Schauen wir doch mal. Was ist das? Nee. Okay, Kreis. Sowas. Dann kommt da ein Strich mit dran. Ein Strich mit dran. Ist das die Anzahl der Striche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schauen wir mal. Das wird's auch nicht sein. Nee. Ah, diese Spiele machen mich so wahnsinnig. Das probiere ich einfach mal. Ja, nicht drehen, nicht drehen. Bloß nicht. Und, mal durchprobieren. Ah, ah. Ah, ah. Was kann nach diesem M denn bitte kommen? Was taucht denn da rechts am Rand nicht auf? Gehen wir mal danach. Auch nicht. Auch nicht. Das S taucht auch nirgends auf. Auch nicht. Das Symbol. Ich versuche ein System zu erkennen, werde aber verzweifelt ein bisschen, um ehrlich zu sein. Och, ich hasse diese Rätsel manchmal. Gerade diese Rätsel, weil irgendwie will mir das nicht ganz einleuchten. Ich hoffe einfach mal, dass das mit der 4 überhaupt stimmt. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Ah, ich könnte mich jetzt hier ewig dran aufhalten, wenn ich Pech habe. Wisst ihr was? Das ist doch zu doof. Kann man das auch abbrechen? Ja, kann man. Ich kann das Rätsel ja später machen, weil das dauert mir gerade wirklich zu lange, um ehrlich zu sein. Werde ich mir mal ein paar Gedanken machen und das zwischendurch mal ausprobieren, ob ich da irgendwie Sinn hinterher kenne. Egal. Machen wir also den Synchronisieren weiter und dann wollten wir eigentlich noch eine Hauptmission machen und die Zeit ist jetzt schon wieder so verronnen dank diesem tollen Rätsel. Und dabei habe ich früher so gerne Adventures gespielt und viel gespielt. Ich meine, ich habe ja sogar schon Let's Played und so. Ich liebe Adventures und Rätsel, aber manchmal denke ich entweder zu kompliziert oder zu simpel. Das ist jedes Mal anders. Oftmals denke ich in meinem Leben zu kompliziert und komme auf die simple Lösung nicht. Aber ich glaube, es geht vielen da draußen so. So. Schiffsunglück? Oh, Daedalus ist mit seiner ganzen... Das ist wahrscheinlich ein echtes Ereignis damals gewesen. Was ist das denn hier schon wieder? Och, ey, alles verbuggt gerade. Ich habe echt gerade nicht gerade sondern nicht Glück, oder? Und ich muss da jetzt irgendwie ins Arsenale. Wo ist denn der Eingang? Oder ein Eingang, sagen wir mal so. Da, okay. Also stimmt die Richtung immerhin schon mal. Aber wir gehen am besten hier mal die normalen Straßen entlang. Aha. Weil gut zu Fuß ist der gute Ezio da zum Glück immer noch. Und dort haben wir auch schon den Eingang. Jawohl, geht doch. Dann mal rein in die gute Stube und dieses olle Schiff erwarten und gespannt sein, ob die jetzt wirklich diesen Edensplitter von Zypern her mitbringen. Wir dürfen gespannt sein. Offenbar muss ich hochklettern. Wenn das mal gehen würde. Dann kletter ich halt hier hoch, mein Gott. Mir auch egal. Ich komme da so oder so hoch, von daher. Da sind wir. Und hier sind wir. Okay, perfekt. Da ist es. Der Edensplitter. Wir erkennen ihn sofort aus Assassin's Creed 1. Onkel Mario? Was zum... Wo bringen Sie es hin? Alles kommt zu dem, der wartet. Die Ladung des Schiffes beschaffen. Na, das sagt sich so leicht. Aber es ist auf jeden Fall der Edensplitter. Wir erkennen die Box doch.
aus Assassin's Creed 1, wisst ihr noch? Diese Box, die auch ewig bei unserem Meister da stand. Na, dann müssen wir den Kurier jetzt wohl beschatten. Ah, mysteriös, warum Mario auch hier rumläuft, hä? Ich hoffe, er hat nichts gemerkt. Ach, selbst wenn. Selbst wenn, das will er schon machen. Ups, eine Wache. Hab ich dich. Kannst ruhig rennen, mir ist das recht. Ich krieg dich so oder so. Kurz ein bisschen Vorsprung lassen, warum nicht? Ja. Stück für Stück, wa? Ja, da ist niemand, da ist niemand. Nein. Siehst du? Alles gut, mein Freund. Lass mich in Ruhe. Du weißt nicht, was deinen Kollegen passiert ist, von daher lass es lieber. Wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten. Ja, wöchentlicher Aderlass, genau. Lass mal. Wir erinnern die Bürger daran, dass die Reparaturen an vielen Brücken der Stadt. Ja. Bitte habt Geduld und lasst. Oh, er rennt wieder. Okay. Schön dranbleiben, aber auch nicht zu doll. Ja, okay, dranbleiben jetzt hier. Was zum... Kein normaler Kurier läuft so einen Weg entlang. Jetzt mal ehrlich. Mal hier verstecken, nicht, dass er sich umdreht. Was? Dreht er sich um? Ich wusste es. Mann, bin ich gut. Hab ich gut erraten. Okay. Verdammt, weiter komme ich nicht. Da stehen nicht umsonst Wachen. Gut, wie lautet der Plan? Obwohl, Gebt ihnen was zum Nachdenken. Ist gut. Und zwar schnell, bitte. Ecolo, uns entfliehst du nicht! Glück gehabt. Sagt ihnen, wer der wahre Kapo ist. Aber meine Waren sind. Ja, folgt denen mal. So, mach das mal. Halt, ihr Mist! Sehr gut. Wow. Das war knapp. Fast hätte er mich gesehen. So, geschafft. Wow. Nein. Ich war so nah dran. Scheiße. Oh, fuck. Das war so nah dran. Voll reingerannt, aber mal richtig. Du hast hier nichts zu suchen, wie vollkommen. Hier hast du nichts zu suchen. Ja, ich mach das schon. Ach, so weit sind wir gar nicht weg. Okay. Okay, wir kennen das Spiel schon. Hä? Zum Geschäft. Eigentlich solltet ihr die ablenken. Bitte macht das. Bitte macht euren Job. Egal. Keine Zeit, mein Freund. Schnell. Oh, stirb endlich. Scheiße. Nein, ich will die Bombe. Schnell. Schnell. Nein, da ist er doch schon. Oh, ich werd bekloppt. Ich glaube, was cleverer ist, ich bleib einfach oben auf dem Dach, wenn ich da schon starte. Ich glaube. Pontastranzo. Deine Leiche heute den Scheiterhaufen füttern. So, du bist erledigt. Jetzt muss ich nur schnell hier hoch. Kletterst du jetzt endlich mal rauf, Ezio? Boah, heute stresst er aber auch selber rum, oder? Nicht nur ich. Warum machst du mir eigentlich so schwer, ne? Ich kann einfach auf den Dächern bleiben. Wenn ich schon hier oben bin. Seht ihr? Gleich viel entspannter.
Kein Stress, keine Soldaten, die nach meinem Leben trachten oder so. So. Verdammt! Sofort runter hier! Schnell runter! Du bist ein toter Mann! Nein, eigentlich nicht. Hoffentlich fällt die Leiche nicht direkt vor ihnen. Hat er aber mitbekommen. Wups. Also würde mich an deiner Stelle ja ein bisschen stutzig machen, wenn ich ehrlich bin. Nö, er findet das anscheinend ziemlich normal. Ja, ich trage ja nur gerade einen verdammt wichtigen Gegenstand für meinen Auftraggeber herum. Dass da Leichen um mich herum von Dächern fallen, ist ja bestimmt ganz üblich. Oh ja. So, schnell. Du wirfst hier niemanden, mein Freund. Ah. Ah, jetzt gibt er wieder Gas, hä? Egal. Den kriegen wir schon wieder. Sag ich doch. Kein Problem für Alex. Der kann das. Okay, er kann auch ziemlich failen, aber passiert. Nerv nicht. Oh. Oh, da lebt er noch. Oh, oh. Nein, 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 nein. Schnell. Jetzt gibt er aber auch Gas. Entfernung verringert und wo ist er? Wo ist er? Ich konnte ihn doch gerade sehen. Wieso hat das nicht gezählt? Schnell! Ey, nein, 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 da ist er schon wieder. Das ist doch... Heute will es mich ärgern, das Spiel. Nein! Bis hierhin? Was zum... Egal. Egal. Ruhe bewahren. Keinen Mist bauen. Und ein bisschen näher dranbleiben auf den Dächern. Nicht zu lange mit diesen Wachen aufhalten. Das haben wir gemerkt, das bringt nicht so viel. Ja. Schnauze. Und nein, du fällst ja jetzt nicht runter. Oder doch, mir egal. Okay, dranbleiben. Okay. Direkt besser dranbleiben als beim letzten Mal. Wow. Nicht sterben, Ezio. Egal, bleiben halt hier unten. Nervt mich wirklich die Wachen auf den Dächern nicht mehr. Vielleicht geht's diesmal von hier oben wirklich besser. Folgt mir, Damen. Vielleicht brauche ich euch wieder. Vielleicht läuft er wieder irgendwo durch, wo Wachen rumstehen. Sperrgebiet oder sowas. Aha. Okay, an dir bleibe ich dran, mein Freund. Dreht er sich um? Nein, dreht sich nicht um. Okay. Aber der läuft Wege, die ein normaler Kurier doch niemals laufen würde. Tja, ich glaube, die Kurtisanen können mir hier nicht folgen. Was, herumspringen? Du willst Free Running verbieten? Parcours verbieten? Baunause. Ja. Dranbleiben. Oh, der ist ja schön am Schmettern, sein Liedchen. Soll er mal weitermachen. Wer zum Teufel läuft als Kurier im Kreis? Wenn er nicht ganz genau weiß, dass er sowas von verfolgt wird. Oh mein Gott. Geld, Geld! Hier, für euch auch noch hier, Bettler. Schnell. Dranbleiben. Oh, oh. Jetzt gibt er aber Gas. Heftig, auf einmal kann er's. Aha. Dann sind wir auch mal bald mal da. So langsam kannst du ruhig mal zum Ende kommen. Gucken, ich will nicht entdeckt werden. Wenn er so langsam wird, dreht er sich vielleicht wieder. Verdammt, ich brauche was zum Anheuern. Ganz schnell. Der Maestro wartet. Er wird keine Fehler dulden. Verpackt es gut. Tut es jetzt. Der Spanier ist hier. Das ändert die Sache. Wenn ich diese Gruppe infiltrieren kann,
den Platz des Kuriers einnehme, werden sie mich direkt zu diesem Bastard führen. Okay, also muss ich ganz schnell den Platz einnehmen und dazu werde ich mich dieser hübschen Dame bedienen. Die können ihren Job halt wirklich gut. Ja, genau. Einmal hingepfiffen und schon wissen die Damen Bescheid. Gut, das heißt, wir müssen jetzt den Platz dieses Kuriers einnehmen. Wie das funktioniert und ob das auch alles so klappt und ob wir den Spanier endlich treffen werden, von Mann zu Mann, das erfahren wir gemeinsam nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed 2. Mein Name ist Alex. Bis dann!